der Berge hört im Kugelstoßen. Ich glaube wirklich zu den Großen. Beim Training nimmt er aber Steine, der Kugel gibt's im Wald ja leider keine. So trainiert er mit dem Ziele für Olympias nächste Spiele. Er stößt mit allem, was er findet und was nicht schnell genug entschwindet. Den er fand, den schleudert er gleich aus dem Stand. Jetzt leidet er an großen Schmerzen, mit dem Gerät war zu nicht scherzen. Und die Moral von der Geschichte: nimm zum Stoßen keinen Igel, nee.